nicht so. Nein. Bleib schon da. Okay, gut. Moment. Mhm. Da kommt nicht da noch drüber. Wieso kommt er da nicht mehr drüber? Oh, um Himmels Willen. Nein. Jetzt hat sie erledigt. Durch. Naja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen kleinen Aufnahmestopp. Ah, doch, es geht. Wow, okay, doch kein Aufnahmestopp. Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Jetzt einen Aufnahmestopp. Ich mach mal geschaut, wie ich da am glücklichsten hinkomme. Da ich ja, wie schon gesagt, morgen in die Schule muss und schneiden wir jetzt immer das Handy morgen erstmal. Ah, okay. Komm da hoch. Au. Ah, das nicht. Also ist mal wieder nur fertig, oder? Da. Irgendwie haben sich die in die Quere bekommen. Weiß halt, was da drin ist, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Aha. Ah, okay. Hehe. Okay, gut, dort gibt es kein Geheimnis mehr. Zum Glück. Da unten gibt es auch nichts zum Einhaken, oder? Nee, da unten gibt es nichts. Naja, es wird jetzt schon noch fertig machen. So viel Ehrgeiz habe ich jetzt doch irgendwie. Nein, das war vieler. Doch dahin. Nein, falsch. Da lieber. Da hoch. Ach so, wir jetzt machen müssen. Hopp. Da hoch. Das war viel da. Upsala. Hätte ich euch sparen können. Ah.
Nein, nicht. Oh, nö. Ach gut, das ist auch schon gespeichert. Okay, gut, das geht. Ui. Warum nicht? Bleibt die Krieg jetzt weg? Nein, ich schaue nicht so viel. Da haben wir die Spinne. Ich glaube, das war's dann auch. Ausgeschaltet. Volk. Da wieder nur so viel. War's daraus? Oder kommt da noch einiges dazu? Sieht noch so leer aus, denen noch vier. Aus denen noch zwei Bilder fehlen. Wie viel ist genug? Die Retter stellten sich als Plünderer heraus. Ihre Versprechen waren leer und der Prozess war toxisch. Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden und die Alten bleiben zurück, um die Wunden zu pflegen. Tut mir leid, ich muss noch einmal zurück. Sie müssen aufbockert haben. Demonstranten. Retter. Unten im Loch. Sie geben an, unsere Retter zu sein. Und dass wir ohne sie verhungern werden. Unsere Kinder brauchen Arbeit. Aber die Versprechen dieser Leute ergeben keinen Sinn. Wie kann man etwas retten, indem man es zerstört? Also eine gute Frage. Da waren wir schon. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen schnell durch, wir haben es jetzt gerade angeschaut. Aber stimmt, wie kann man etwas retten, indem man es zerstört? Ich weiß aber immer noch nicht, wer er war. Gruvenstanks Everett. Der hat Chemikalien verstaut. Er ist zugesperrt. War anscheinend ein Kieswerk und er hätte einfach Chemikalien abgelenkt. Sollen die Fische sterben? Wie will man etwas retten, indem man es vernichtet? Ich habe darauf keine Antwort. Ich schaue nebenbei schon mal nach den anderen Bildern, wo wir hin müssen. Aber um auf die Frage nochmal zurückzugehen. Irgendwie hat er sie, wer auch immer das geschrieben hat, recht. Wie willst du etwas retten? Wenn du es erst zerstörst. Ich habe darauf keine richtige Antwort. Huch, wo geht's denn da an? Ich verstehe ja, damit man, um etwas zu verändern, Veränderungen können gut sein. Da muss etwas geändert werden. Aber es heißt ja nicht, damit, damit etwas zerstört werden muss. Es ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich laufe gerade nur rum und schaue nach den anderen Bildern, wo die sind. Wie will man etwas retten? Ah, da sind sie. Cool, da war ich noch gar nicht. Da oben geht's dann weiter. Mit der Brief. Winter, Sonne, Rost. Da hinten geht's auch noch mal weiter. Also, vier Bilder haben wir noch. Das letzte Blatt. Dann haben wir das. Ne, das war's dann. Okay, gut. Vielleicht
hilft euch ja die Frage. Vielleicht habt ihr eine Antwort. Wie will man etwas retten, wenn man es zerstören muss? Ich habe keine Antwort darauf. Mir fällt auch nichts ein. Es ist schwierig. Ich bin der Meinung, damit wir Menschen eh schon... ja, das kann man jetzt relativ gut so, relativ gut auf uns Menschen Bezug beziehen. Wie will man etwas retten, wenn man es zerstört? Wie wollen wir den Planeten, auf dem wir leben, retten, wenn wir ihn gleichzeitig zerstören dabei? Ich glaube, das kann man auch auf Kleinigkeiten im Alltag beziehen. Naja. Vielleicht hatte einer von euch ein paar Gedanken dazu. Er kann es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich lese es mir gern durch. Ich schreibe auch gerne was dazu. Wir können auch gerne darüber diskutieren. Und ich hoffe, diese paar Einträge lassen euch ein wenig nachdenken und mich, vor allem mich, lassen sie schon langsam nachdenken. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was ich auch immer. Ich werde jetzt die Aufnahmesession beenden, abspeichern, morgen dann schneiden und rennen für euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge von Unravel. Und in dem Sinne, Servus, macht es gut.